Der Druck war schon da, weil wir das Spiel eigentlich gewinnen mussten, weil es uns wirklich sehr, sehr schwer wird, weiterzukommen. Ja, aber ich glaube, die Mannschaft hat es perfekt gemacht von Anfang an. Wir haben in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt. Hätten wahrscheinlich sogar wieder ein bisschen höher führen können. Und ja, so haben wir es dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen spannend gemacht. Aber ich glaube, letztendlich war der Sieg hochverdient. Jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass da eine Mannschaft drauf auf dem Platz stand, die das Spiel unbedingt gewinnen wollte, und so sind wir aufgetreten. Andi, ich finde, verdienter Sieg. Lissabon ist keine Laufkundschaft. A-Top, zweimal Europafinale, und ich denke, die Mannschaft hat es hervorragend gemacht. Speziell die erste Halbzeit war nah am Optimum, und jetzt sind wir wieder in der Spur und alles ist möglich in dieser Gruppe. Vor der Gruppenphase schon gesagt, dass alles möglich ist, und wir haben einen guten Schritt gemacht. Es war wichtig, dass wir heute gewonnen haben, und das hat sich die Mannschaft auch verdient. Wir sind natürlich von unserem System und wie wir spielen 100% überzeugt. Und heute hat man einfach wieder gesehen, dass dieses System perfekt zu uns passt. Ich glaube, gegen Paderborn wird es das schwerste Spiel, weil alle erwarten jetzt ein Spektakel, dass wir Paderborn aus dem Stadion schießen. Aber ich glaube, Paderborn hat jetzt gezeigt, dass sie gefährlich sind, und ja, vielleicht werden sie sich hinten reinstellen. Keiner weiß es, deswegen wird es auch ein schönes Spiel.